Den Märkten geht es aktuell scheinbar gut. Ich hoffe, euch geht es ebenso. Und für all diejenigen, die sich jetzt ein bisschen wundern, das klingt anders als sonst. Ich bin inzwischen in Japan und mein Setup ist hier noch nicht genauso, wie ich das normalerweise gewohnt bin. Also ein bisschen unterschiedlich ist es noch. Seht mir es also nach, wenn es noch nicht in der vollen normalen Tonqualität ist. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen verständlich ist, was ich hier mache. Ich denke, morgen, spätestens übermorgen, müsste das alles so laufen, wie ich das in etwa brauche. So, aber für den Markt läuft es im Moment ja hervorragend, wie man es brauchen könnte, zumindest mal aus bullischer Sicht. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Der Kurs aktuell deutlich gestiegen, 12.874, der Future aktuell hier. Wir sehen das, was wir vorne haben, diese erste steile Bewegung hier hinten nochmal. Und damit haben wir das Mindestziel erreicht und ja, Aufgabe erfüllt, könnte man sagen. Das, dann haben wir hier eine Pause, tun wir mal so, als ob das richtig schön korrektiv aussah. Und anschließend nochmal der Anstieg und fertig das Ganze. Könnte man meinen. Also müssen wir jetzt mit abwärts wieder rechnen. Vorsichtig, diese Bewegung ist aktuell dreiwellig. Dreiwellig, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Denn wenn der vordere Teil, der hier quasi in einem Schub hoch ist, diesen kleinen Ausreißer hier oben, das ist sicherlich keine gleichwertige Bewegungswelle, dass man sagen kann, okay, das ist hier dreiwellig korrektiv hoch, sondern von hier bis da würde ich das als eine gesamte Bewegung sehen. Das ist wahrscheinlich Teil dieses Korrektivmusters, was wir hier haben. Lassen wir das mal so auf uns wirken. Dann müsste der hintere Teil auch entweder wie aus einem Guss sein oder das muss er nicht notwendigerweise. Es wäre auch in Ordnung, wenn das so wäre, also überlappungsfrei mit den Korrekturen. Aber genau das haben wir nicht. Wir haben hier einen klaren Dreiweller bisher. Und das gibt mir eine gewisse Hoffnung. Wofür die Hoffnung? Dass da hinten noch mehr kommt. Dass wir hier zwar genauso, wie ich es gezeichnet habe, einen Fünfweller bekommen, aber der eben noch ein bisschen weiter erst läuft. Das heißt, wir haben noch eine realistische Chance für weiter steigende Kurse. So weit, so schön. Man könnte sich schon jetzt anfangen zu freuen. Vorsichtig, trotz alledem. Auch das hier kann durchaus ein Korrektivmuster sein, das nachher nochmal nach unten führt und nach oben im Anschluss. Ist das sehr realistisch? Chance dafür besteht, keine Frage. Es ist nicht so sehr typisch, weil wir hier schon extrem niedrig gelaufen waren. Ich mache das mal einmal groß, dann seht ihr das vielleicht besser, wenn wir das hier mal messen, diese Bewegung. Dann sehen wir schon, dass wir hier bis zur 78er Marke schon runtergelaufen waren. Noch viel tiefer wird dann statistisch gesehen sehr unwahrscheinlich. Aber es gibt einen ganz guten Tipp, wie man der Situation begegnen kann. Wenn wir jetzt eine korrektive Bewegung, vielleicht jetzt sofort oder vielleicht auch erst in den nächsten Stunden, eine Korrektivbewegung, vielleicht sogar in ähnlicher Größe bekommen, müsste es anschließend nochmal nach oben gehen. Das könnt ihr sogar im Kleinen durchprobieren, indem ihr einfach hier guckt, ob wir hier wackelige Bewegungen bekommen. Sowas hier zum Beispiel, dreiwellig, irgendwie was mehrwelliges. Immer wenn wir so einen Dreiweller bekommen, der Kurs hier aber nochmal nach oben durchgeht. Ich mache auch das nochmal groß für diejenigen, die jetzt am Smartphone das Ganze verfolgen. Bis jetzt sieht das dreiwellig aus. Wer jetzt sagt, oh, das dreiwellig kann ich ja kaufen, sagt er ja auch immer, nee, das ist nicht ein guter Kaufpunkt. Kaufpunkt wäre, wenn der Kurs das wieder überschreitet. Warum ist das so wichtig? Weil solange der Kurs hier unterhalb bleibt, ja, dann kann das ja auch noch ein Fünfweller werden und damit ist es eine starke Abwärtsbewegung. Also bitte tut euch selber einen Gefallen, geht nicht hier schon long, auch wenn die Versuchung groß ist. Ah, ich versuche schon mal, das kann doch klappen. Ja, klar kann das klappen. Aber die Chance zu scheitern, weil der Kurs doch weiter nach unten geht, ist relativ groß. Deshalb ist meine Empfehlung, lasst das Ganze erstmal abwarten, bis der Kurs hier diese Hochs, diese Zwischenhochs wieder durchstößt. Also ihr seht, solange wir diese Korrektivmuster im 5-Minuten-Chart haben, vielleicht später im Stunden- oder 4-Stunden-Chart haben, ist die Aufwärtsrichtung nach wie vor möglich. Also ich bin gar nicht so negativ drauf. Nur wenn der Kurs jetzt genau das nicht schafft, sondern beschleunigt nach unten geht, also nicht hier diese Marken triggert. Viele sagen ja, gut, wenn der Kurs runtergeht, dann ist mir klar. Ja, aber ihr sollt ja auch nicht jetzt long gehen, sondern erst frühestens, wenn wir diese Bestätigung bekommen, hier zum Beispiel. Problem ist, wir haben keine klaren Ziele. Ich sehe aber eine gute Chance, dass es dann noch weit läuft. Besser als zumindest mal jetzt hier unten einfach mal auf gut Glück long zu gehen. Davon bin ich meistens nicht so sehr überzeugt. Schauen wir uns das Ganze mal an beim S&P 500. Auch hier sehen wir, so sieht eine Korrektur aus, beispielsweise irgendwie so was Wackeliges. Auch wenn der Kurs jetzt hier deutlich runtergekommen ist, auch hier diese Dreiwelligkeit im 5-Minuten-Chart, ihr seht, dass das ist bisher dreiwellig.
denkt immer an sowas. Kann auch sein, dass es mehrwellig wird, solange die Abwärtsbewegung überschneidet. Das heißt, dieses Tief niedriger ist als das Hoch hier. Dann haben wir diese Kursüberschneidung. Damit wäre das korrektiv und das wären Kaufgesuche. Ich muss allerdings dazu sagen, es kommt ganz schön steil runter. Denkt mal dran, wie steil das ist und vergleicht das mal mit dieser Steilheit. Dann seht ihr schon, der Markt verliert so ein bisschen an Schwung. Mich würde es also gar nicht wundern, wenn er diese Bruchmarken, das wäre jetzt hier im 5-Minuten-Chart beim S&P Future wohlgemerkt, das Hoch, die Uhrzeit ist das gleiche, europäische Zeit. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr weiterhin die europäische Zeit, es ist nicht japanische Zeit, sondern immer die europäische, die ich hier anzeige, 16 Uhr, das Zwischenhoch, 16.05 Uhr oder was es war, 6, hier so in der Richtung. Wenn ihr diese Marken hier durchstoßen seht, das wäre erst nochmal eher ein bullisches Zeichen, aber solange wir unterhalb bleiben, eher gefährlich, also achtet ein bisschen darauf. Kriegen wir jetzt eher wackelig hoch, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich, bis ihr das Video seht, ist das natürlich längst vorbei, die Geschichte. Aber ich möchte euch sensibilisieren, solange ihr feststellt, was die starke Richtung ist und feststellt, was dann die schwache Richtung. Beides ist wichtig. Bitte nicht zu sehr sagen, ach komm, ich nehme nur das eine. Das Wechselspiel zwischen beiden ist relevant. Je mehr Wechselspiel ihr habt, je klarer die Unterschiede sind zwischen der starken und der schwachen Seite, desto besser. Also ihr seht die Aufwärtsrichtung, es ist von Steilheitsgrad schon relativ ähnlich. Das macht keinen so guten Eindruck. Also ich vermute, aufwärts haben wir zwar eine Chance noch, aber es sieht so aus, als ob die Marktteilnehmer mehr und mehr den Mut verlieren. Ist aber ja auch kein Wunder, nachdem wir so einen Anstieg haben, wäre ja auch ein Rücksetzer hier irgendwie so in diese Zone. Das mag 3.700, 10, 20, 7, 3.700, vielleicht sogar runter bis 3.650, irgendwie sowas in der Richtung, wäre jetzt ja auch kein Drama. Im Gegenteil, das wäre eine ganz normale technische Reaktion. Ihr könnt das immer so ein bisschen abschätzen mit den Fibonaccis. Messt ihr von einer starken Bewegung den tiefsten Punkt, den höchsten Punkt und dann habt ihr so ungefähr die Box, wo das Ganze in etwa landet. Ihr könnt hier die Werte selber so halbwegs abschätzen. Denkt dran, das ist der Future-Kontrakt. Wenn ihr einen anderen Kontrakt handelt, sei es ein CFD oder irgendwie was anderes, können die Preise ein bisschen abweichen. Messt es selber nach. Tiefste Punkt, einfach hier der tiefste Punkt dieser letzten Aufwärtsbewegung, der lag hier am 17. Oktober 0.20 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Ne, 14. Naja, also ihr seht schon, also quasi nach dem Wochenende jetzt direkt der Start sozusagen und diese Bewegung relativ stark nach oben. Wenn er jetzt hier wackelig runterkäme, wäre mir das eigentlich fast die liebste Variante, denn dann hätte ich wieder einen frischen Start und könnte dann long wieder gehen, wenn wir das Zwischenhoch durchstoßen. Und wenn es nicht so aussieht, falls es doch so aussieht, ja, dann hat man halt hier dann die entsprechenden Einstiegsmöglichkeiten. Also ich bin nicht gegen die Long-Seite generell, aber ich glaube, dass wir wohl vorläufig noch gut beraten sind, noch nicht zu schnell zu schießen hier, denn es sieht so ein bisschen danach aus, als ob der Schwung nach oben nachlässt, also für die Intraday-Geschichte so ein bisschen Rücksetzer, der idealerweise korrektiv ist, wäre klasse. Das muss ich nochmal vielleicht erwähnen, denn auch hier hätte ich das schon klasse gefunden. Das hatten wir auch letztens mal erwähnt, diese Abwärtsseite. Das ist wahrscheinlich jetzt diese blöde Situation eines Flats. Das ist etwas, wo ich den Anstieg danach gerne verpasse. Also nicht mal in dem Fall reisebedingt, sondern tatsächlich, weil ich hier keinen sinnvollen Einstieg finde. Warum? Ich habe ja hier kein Zwischenhoch, was ich... Das ist ein gutes Zwischenhoch von der Logik, aber ihr seht, das ist kein gutes Zwischenhoch, um da einzusteigen. Ist ja viel zu weit weg. Also logisch ist dieser Punkt super, trademäßig ist der Punkt saudoof. Ja, also insofern ist das etwas... was ich dann eben gerne nicht handel. Anders wäre es gewesen, wäre er wackelig runtergekommen, dann hätte ich hier einen guten Einstieg gefunden. Jetzt kann man sich darüber ärgern, aber zur Not kann man ja auf andere Kontrakte ausweichen, die dann hoffentlich oder vielleicht ein schöneres Muster gegeben haben. Der Nasdaq war es in dem Fall nicht. Oder aber, was ich eben ebenfalls gerne mache, ist, dass ich dann auf der kleineren Ebene gucke, wo habe ich steil, wo habe ich wackelig, habe ich irgendwo was Dreiwelliges beispielsweise oder irgendwie wackelig. Das sind alles Anzeichen, dass es noch weiter erstmal nach oben geht, dass wir eher die Aufwärtsrichtung, auch hier wackelig, Aufwärtsrichtung, auch das war wackelig, Aufwärtsrichtung, auch das ist wackelig in die Abwärtsrichtung, Aufwärtsrichtung. Ihr seht, selbst wenn ihr keine klare Zielrichtung habt, ihr habt zumindest erstmal euren Filter, in welche Richtung das Ganze geht. Aktuell geht es relativ steil runter, also vorläufig würde ich den Aufwärtsarm nicht super betonen. Erst wenn es wackelig geht, würde ich nochmal tiefer gehen.
Oder wenn es umgekehrt jetzt dann doch einen schnellen Rebound gibt, das ist ja möglich, hier sind wir auch stark runter und starken Rebound gibt, dann kann man immer wieder, wenn es wackelig runtergeht, versuchen, die Long-Position mitzunehmen. Ja, im größeren Bild wollen wir ganz kurz zumindest mal drauf gucken. Ich hatte es ja eben angedeutet schon beim S&P hier in der Zeichnung, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt, da hat sich nichts dran geändert. Ich halte das gar nicht so für abwegig, dass wir jetzt die nächsten vielen Wochen, vielleicht sogar so Jahresendrallye-mäßig, vielleicht diese Trendkanallinie ansteuern. Ich bin kein großer Freund von Trendkanallinien, ehrlich gesagt, aber dieses Mal so als grobe Orientierung fände ich jetzt nicht komplett absurd. Also 4000 halte ich für denkbar. Allerdings, ihr seht schon, das muss nicht notwendigerweise in einem Guss sein, sondern es kann durchaus ähnlich wie hier quasi mit so einer Unterbrechung sein. Vielleicht ein bisschen symmetrischer, als wir es hier hatten, aber irgendwie sowas dieser Art. Und dementsprechend, wenn wir irgendwann hier so eine schöne Korrektur auch im großen Bild haben, wäre das die Einladung, zumindest dann noch mal ein Stückchen nach oben mitzunehmen. Also, das werden wir aber noch hinreichend besprechen. Wir sehen uns ja hier quasi täglich nach meiner gestrigen Abstinenz, reisebedingterweise. Jetzt dann natürlich hoffentlich auch ganz regelmäßig wieder. Und dann werde ich euch da weiterhin auf dem Laufenden halten. Gucken wir zum Abschluss noch kurz den Dow Jones an. Das Bild aber nahezu identisch. Deshalb müssen wir das nicht unbedingt breittreten. Auch hier eigentlich im Kleinen eine grundsätzlich ähnliche Situation. Wobei ich sagen muss, das sieht beim Dow mit noch am korrektivsten aus. Da ist der Nasdaq am steilsten darunter. Das ist so der Zweifler vor dem Herrn. Nichtsdestotrotz gilt aber auch hier, idealerweise soll es noch ein bisschen schön wackelig runterkommen. Und dann könnt ihr solche Zwischenhochs für Long-Einstiege nutzen, wenn diese Marken oben gebrochen werden. Solange dieser Bruch da nicht nach oben ist, würde ich mich hier zurückhalten und immer dran denken. Stop hinterherziehen irgendwann. Wenn es dann nicht läuft, dann habt ihr ein Plus-Minus-Null-Trade oder ganz wenig im Risiko gehabt. Und wenn er läuft, super. Also selbst wenn ihr jetzt hier erst eingestiegen wärt und dann habt ihr den Stop von mir aus hier gehabt oder habt denn hier, da kann man nochmal drüber streiten, an welchen Stellen jetzt hier, aber irgendwie sowas in die Richtung, der Kurs läuft und er fängt dann an zu drehen, dann zieht ihr den Stop vielleicht. Und wenn es nur die Hälfte ist, schon habt ihr euer Risiko halbiert, wäre zwar jetzt ausgestoppt, wäre doof gewesen, aber ihr habt winzige Risiken bei solchen Situationen im Verhältnis zu dem, wenn er wirklich weiterläuft. Das wird nicht immer passieren. Aber immer wieder mal, wo ihr dann sagen könnt, ja, wie geil ist das denn? Da habe ich doch noch eine Menge Potenzial dann vor mir. Na gut, ich hoffe, dass euch das ein bisschen hilft. Ich hoffe, dass ihr mich auch verstehen konntet. Wie gesagt, mein Setup ist leider noch nicht 100% so, wie es eigentlich sein sollte. Ich drücke aber die Daumen, dass ihr es trotzdem ein bisschen mitkriegen konntet. Euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.